Ja, meine Damen und Herren, wir sind wieder für Sie unterwegs in Sachen, ach nee, TV-Reportage. Heute im Stadtteil Elberfeld, im wunderschönen Wuppertal. Und Peter, ich muss sagen, bevor wir anfangen, ich habe richtig Kohldampf, also ich habe wirklich Hunger. Vielleicht, das ist ja, das sieht lecker aus. Wo sind wir denn? Delikatessen Brüssermann. Wissen Sie was? Wir schlagen jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir arbeiten, ich esse, Peters filmt und Sie kriegen eine neue Achnet-TV-Reportage heute bei Delikatessen Brüssermann. Mal sehen, was uns erwartet. Kommen Sie mit. Guten Tag, Thorsten Hammer von Filmtal Achnet-TV. Wir drehen eine Achnet-TV-Reportage, stellen Wuppertaler Geschäfte vor, aber jetzt habe ich gerade Hunger bekommen. Und dann habe ich draußen das Schild gelesen, Delikatessen Brüssermann. Und da habe ich gedacht, das wäre, glaube ich, genau das Richtige für mich. Sie sind der Herr? Brüssermann. Sie sind der Brüssermann selber? Das freut mich. Herr Brüssermann, haben Sie eventuell eine Kleinigkeit zu essen für mich? Irgendwie ein Schnitzel mit Kartoffelsalat oder irgendwas? Ja, sicher. Kann ich ihn fertig machen. Das wäre super. Danke. Aber Peters, das hier sieht auch lecker aus. Wollen wir das mal probieren? Also, ich probiere und Sie schauen zu. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. So, da hätte ich Ihren Kartoffelsalat mit dem Schnitzel. Bitte sehr. Sehr schön, danke schön. Haben Sie da auch irgendwie eine Soße zu, Ketchup oder so etwas? Ketchup haben wir nicht, aber vielleicht ein Relish, meine Frau kann Ihnen sagen. Ich höre nur Ketchup. Ich würde Ihnen gerne eins unserer Relishs dazu empfehlen. Zu dem Putenschnitzel würde ich jetzt die wilde Ananas nehmen. Die hat ein bisschen grüner Pfeffer und so ein bisschen Pep. Ich glaube, das schmeckt Ihnen. Gut, dann sollen wir nochmal da hingehen. Ja. Alles klar. Ach nee, mein Schnitzel. Das kommt mit. So, Frau Brüssermann, Sie sagten etwas von wilder Ananas. Jawohl, das ist ein Chutney von uns, das würde ich Sie jetzt gern probieren lassen. Sehr gerne, sehr gerne. Darf ich Ihnen das einfach da drauf? Ja, bitte, einfach da drauf. So, erzählen Sie kurz, Chutney, was genau ist das und was sind da für Zutaten drin? Das ist eine herzhafte Beilage und da in dem Fall bei der wilden Ananas ist frische Ananas, Bitterorangenschalen und grüner Pfeffer drin. Dann will ich doch mal... Ah, Herr Brüssermann, Sie sind der Retter in der Not. Würden Sie mal halten? So, jetzt kommt der Moment. Ein bisschen von dem Schnitzel. Herr Peters, es tut mir jetzt wirklich leid, dass Sie jetzt zugucken müssen. Wirklich. Mitleid steht Ihnen im Gesicht. Mmh. Sehr lecker. Wirklich sehr, sehr lecker. Frau Brüssermann, Herr Brüssermann, seit wie vielen Jahren in Wuppertal? Seit 1840 in Wuppertal. Ein altes Familienunternehmen in der fünften Generation. In der fünften Generation. So, was kann man hier alles erwerben? Was für Delikatessen haben Sie? Och, das fängt bei den Salaten an, geht über Wurst, Käse... Lachs, Kaviar natürlich auch. Also das, was man allgemein unter Delikatessen versteht. Aber auch halt dann Schnitzel mit Kartoffeln. Ja, oder Reibekuchen mit Lachs oder so. Das Reibekuchen mit Lachs auch. Ja, wunderbar. Ja, und Sie machen alles selber, alles ist ein Familienbetrieb. Alles wird selber hergestellt, in dem Fall die ganzen Salate, warmen Gerichte, viele andere Sachen auch. Sehr schön. Und seit wann hier auf der Straße hier in Elberfeld? Seit 1958. Seit 1958 hier? Hier in diesem Ladenlokal. Ja. Sehr schön. Ja, also ich kann jedem nur empfehlen, kommen Sie nach Delikatessen Brüssermann. Haben Sie auch Konfitüren oder so etwas? Oh ja, eine meiner Spezialitäten. Ich habe bestimmt 40 verschiedene Sorten. Wenn Ihnen Schwarzwälder Kirsch mal was sagen würde oder weiße Schokolade mit Himbeeren. Und zurzeit ist natürlich rohgerührte Brombeer, rohgerührte Himbeer. Brombeer, Brombeermarmelade, Brombeerkonfitüre von Brüssermann. Wo steht das? Da, Brombeer rohgerührt. Da fällt mir direkt ein Gedicht ein von einem guten Bekannten, würde ich sagen, von Heinz Erhardt, der folgendes Gedicht schrieb. Es heißt Die drei Bären. Ein Brombeer, froh und heiter schlich durch einen Wald, da traf es sich, dass er ganz unerwartet, wie es so kommt, auf einen Himbeer.
Bär stieß. Der Himbeer rief vor Schrecken rot, der grüne Stachel, Bär ist tot. Am eigenen Stachel starb er eben. Ja, sagt da der Brombeer, das soll's geben. Und trottete nun nicht mehr heiter weiter. Doch als den Toten er nach Stunden gesund und munter vorgefunden, kann man wohl zweifelsohne meinen, hier hat der eine Bär dem anderen einen Bären aufgebunden. Ja, meine Damen und Herren, das war Achne TV für diese Ausgabe. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Besuchen Sie Delikatessen Brüssermann. Hier gibt's wirklich leckeres Essen für jedermann. Und Herr Peters, dieser Brombeer ist für Sie.